Also deswegen würde ich sagen, einfach, ja, machen wir eine Familie. Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr, Rittersporn. Gut, die Familie ist die grundlegende Zelle der Gesellschaft. Scheiß drauf, ich hab Schluck auf. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich will nur sesshaft werden. Das habe ich schon mal gehört. Trinken wir doch was. Ich krieg den verdammten Schluck auf nicht los. Ich weiß, wir gehen in ein Hurenhaus. Das wird euer Junggesellenabend. Rittersporn, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir reden hier über Beziehungen. Außerdem lassen die mich nicht rein. Ich bin ein dreckiger Anderling. Im Haus der Nacht zählt nur das Gewicht der Geldbörse. Außerdem schuldet mir Madame noch einen Gefallen. Geralt, seid nicht so ein Spießer. Nee, da war ich schon. Mir ist einfach nicht danach. Ich verstehe, Geralt. Wenn Eudora das herausfände, glaubt mir, mit einer wütenden Zwergenfrau wollt ihr es nicht zu tun bekommen. Ich glaube das wohl. Ich auch. Na gut. Meine Herren, es wird Zeit, diese Farce zu beenden. Unsere Einfälle werden dumm und dünner. Unten in der Flasche ist noch was. Ein zum Abschied. Na gut. Wohl sein. Oh, ich mag jetzt nicht zurückklatschen. Ja, er geht von alleine zu Swiss. Gott sei Dank. Alte Schwede! So betrunken war ich echt noch nie. Echt noch nie. Das muss man sich mal geben, wie alles wackelt und verschwommen so extrem. Ja, also so extrem war ich in dem Game noch nie betrunken. Hallo, Schätzchen. Ich sehe dich zwar doppelt, ich sehe dich nur doppelt. Das ist eigentlich ganz okay. Die eine dreht sich immer um die andere rum. Das finde ich lustig. Die sieht sich so. Das ist cool. Warte, ich gehe von der Seite. So, hallo, Triss. Ich habe keinen Ring, ne? Scheiße. Ich speichere nochmal, weil sonst müssen wir noch einen Ring holen. Geralt, ihr stinkt und habt alle Nachbarn geweckt. Was für ein Vorbild seid ihr denn? Ich bin dann weg. Ach Menno, jetzt ist Triss auch verärgert, oder was? Kann ich nochmal mit dir reden? Ich kann mich eigentlich eh nur hinlegen, ne? Bringt mir sowieso nichts. Ich kann nicht so durch die halbe... Außerdem ist es selcher tellichter Tag. Schlimmer geht's ja echt nicht mehr. Dich mit? Ich weiß es nicht. Ich leg mich jetzt einfach. Ich rede nochmal mit ihr und leg mich einfach hin. Es geht nicht anders. Ich kann zu kurz nicht drum latschen. Soll nicht so angepisst sein. Geralt. Will mich gern hinlegen. Danke. Wo ich mich jetzt bin. Oh, hier oben. Genau, wir sind ja Level Up. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, wirkt nur, wenn er betrunken ist, aber nee. Definitiv nicht. So, wieder T plus 2 für jede Charakterentwicklungsstufe wär ganz cool eigentlich. Was haben wir da? Sonst, was haben wir jetzt beim Dings? Ja, genau, hier haben wir das Zeichen. Das wirkt anscheinend nur bei Ungeheuern. Das finde ich bescheuert. Gwen haben wir auch gelevelt. Igni haben wir gelevelt, eigentlich.
Wahrzeichen habe ich noch nicht gelevelt. Ja. Stahl. Genau. Schadenbluten wirkt nur, wenn weniger als 15% gesundet hat. Das ist nicht so sinnvoll. Der Gruppenstahl ist sehr interessant eigentlich. Silber haben wir schon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Gruppenstahl hier mit. Und jetzt haben wir noch einzelne Fähigkeiten, die wir, also Silbertalente, also Bronzetalente, die könnten wir noch auf zum Beispiel irgendein Zeichen setzen. Das Irrenzeichen zum Beispiel, die Ladung im plus 5 ist, glaube ich, immer nicht so interessant. Ja. Gut. Gut, ich muss sagen, es gibt eigentlich nichts Bronzenes mehr, was wirklich Sinn machen würde. Axi. Weil. Das wäre schon eine Möglichkeit, aber. Naja. So. Nee, okay. Schauen wir mal beim Silberschwert. Okay, da können wir aber auch nichts mehr machen. Also von dem her, ich spare mir die Punkte einfach. Weil, was soll ich damit machen? Ich sinnlos verteilen, weiß ich nicht. Brauche ich außerdem mein Mutagen dazu? Machtverstärkung. Aber wirklich. So, lassen wir das. So, dann würde ich vorschlagen, schlafen wir bis zum Morgengrauen. Das sind nämlich 24 Stunden, weil es ist nämlich morgen. Ganzen Tag verschlafen. Ganz einfach. So einfach ist das. Triss liegt noch da. Speicher. Geh mal hin zu ihr. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Wir sehen uns später. Wisst ihr was? Ich guck mich kurz um. Wie ist denn das jetzt? Das ist überhaupt nicht wehtun. Er hat Zeit überspielt, Mann. Ich hole jetzt diesen Diamantenring. Werde ihn zu Swiss bringen. Ganz einfach. Ich glaube, dass dies auf jeden Fall wert ist. Bis morgen. Richtung. Ich glaube, dass sie das wert ist. Passt schon so. Ich sollte jetzt bei Hilfe sein. Wo zum Teufel ist denn der? Ach, hier. Gottes Willen. Waffenschmied. Was ist das denn? Hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Was bietet ihr denn feil? Ich kaufe und verkaufe Waffen. Die besten der Stadt. Kein Kunde hat sich je beschwert. Wir werden sehen. Urteilt selbst. Natürlich. Die exzellente Lederjacke. Haben wir die nicht? Ja, die haben wir. Man hätte ein paar coole Sachen schwertermäßig gesehen. Eher nichts Sinnvolles. Direkt die Klinge vorübergehend mit Magie erhöht die Chancen. Das verstehe ich nicht, ob das nur vorübergehend ist oder. Ich glaube schon, weil sonst 50. Der hat ja nichts, was ich brauchen kann. Aber 50 Gold ist halt recht wenig für Dauer. So, ich hole mir jetzt meinen Diamantenring, den haben wir zum Glück nicht verschwendet. Hallo? Ihr seid, kann ich? Doch. Ich hätte gern, also, habe ich einen Diamantenring? Ein goldener Diamantenring habe ich. Lustig's, ja.
Und als nächstes würde ich auch sagen, dass wir in den Sumpf gehen, von dem her brauche ich auch wieder Schneesturm. Weißt du, wo nicht? Tafelwasser. Ich nehme mal ein bisschen Alkohol, nehme ich wieder mit. Sonst weiß ich gar nicht. Reinen Rebis haben wir denn hier? Ich weiß es nicht. Und Silenherz nehme ich auch gleich mit. Kann ich einschmelzen. Reinen Rebis haben wir aber selbst auch dabei. Bestienfangzahn. Nehme ich mit. Zugang ist ja drunter ein Tote. Warte, Moment. Haben wir sonst noch irgendwas sinnvoll? Weiße Rosen. Sonst haben wir aber nichts mehr. Ne? Dann nehme ich das jetzt mal alles so mit, wie es ist. Und ich würde sagen, wir werden dann jetzt zu Triss gehen, ihr diesen Ring geben. Ich finde das super. Ich finde das, glaube ich, ganz toll, wenn wir das machen. Gehen Sie zu Swiss, geben mir den Ring, dann laufen wir noch schnell. Was führt euch hierher? Alles läuft. Vergesst es. Dann laufen wir noch schnell. Moment, ich hab's vergessen. Genau, zum Zahnarzt. Geben mir diesen einen Zahn. Also geben ihm diesen Bestienfangzahn, weil da haben wir jetzt auch welche. Die nehme ich jetzt natürlich alle mit. Schade, der in dem Sinn nicht. Die schläft noch, also die schläft noch länger wie wir, obwohl wir total betrunken waren. Oh. Oh. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Wen soll ich verziehen, bitte? So, gespeichert habe ich. Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Ich möchte, dass ihr mehr Zeit mit Alvin verbringt. Der Junge braucht etwas Disziplin. Ernsthaft? Ernsthaft? Seid. Ich hab dir gerade einen verdammten. Oh. Okay, ich hab. Ja. Wenn du nicht willst, leg ich ihn selbst an. Dann rede ich halt ein bisschen mit Alvin. Meine Güte. Da schenkt man ihr den Ring und dann. Nee. Triss sagte, es war sowieso kein schöner Schuppen. Was für ein Schuppen? Ich habe Probleme mit der Macht und einen Schuppen zerstört. Mach dir darüber keine Gedanken. Richtig. Ich gehe morgen auf den Markt. Ich gehe morgen auf den Markt. Wenn ich groß bin, werde ich ein Hexer. Okay, so ich gehe mal zu Triss. Ich glaube nicht, dass. Also soll sich da keine Gedanken machen, ist ja. Ja, okay, eigentlich schon, aber. Das muss er halt noch lernen. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt. Und ich möchte auch lieber nicht raten. Ich weiß es auch nicht. Seid ihr... Aber... Ich möchte, dass... Okay. Es dauert noch ein bisschen. Das ist derweil ein nächstes einfach hin. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt... Puh, ich weiß gar nicht. Genau, zum Zahnarzt wollte ich noch, dass sie weh dort im Viertel. Und da würde ich auch gleich vorschlagen, wenn wir schon dort sind, dass wir dann auch Tränke brauchen und dann einfach mal in den Sumpf gehen, ne? Diese Gegend ist völlig tolle Idee. Wäre jetzt meine Idee, dass wir einfach mal im Sumpf vorbeischauen. Mit euren Waffen würde ich der weil wir da ja einen Haufen Quests eigentlich haben und da können wir auch gleich im Sumpf wahrscheinlich sind auch bei Squirtle Auto treffen. Und ich hoffe auch Kikimoren und diese Archespor-Typen, also diese Pflanzen halt. Weil da brauchen wir auch noch ein bisschen was. So, wo war der Zahnarzt? Zahnarzt war beim Reim und seinem Büro, glaube ich, ne? Der hatte ich ja eingenistet. Was für ein Gestank. Der tot ist. Ich weiß nicht, ob das so super ist, wenn Alvin auf den Markt geht. Bewegt euch! Wenn er schon einen Schuppen zerstört hat.
weiß ich nicht, ob das prickelnd ist. Ich weiß gar nicht, was ich dem Typen alles für Zähne bringen soll. Ich bringe einfach jeden Zahn vorbei, den ich so finde. Den Golem-Trank werden wir auch noch machen, weil das bringt uns ja was. Zahnarzt! Ich habe ein paar Fangzähne. Die habe ich schon. Oh, verfluchte Erkältung. Wegen dem Niesen habe ich mal einen Patienten mit der Zange in die Zunge gekniffen. Ich kann euch nur 25 Orens zahlen. Oh, sicherlich kann ich noch mehr interessante. Okay, ja. Ja, warum auch nicht? Also, bisschen Fangzahn, ja. Du. Wenn wir zumindest gleich. Ablegen muss ich eigentlich nichts. Außer den Ring, ja, den könnte ich ablegen. Gehe ich nochmal ins Gasthaus und lege den Ring ab. Ich dachte nur, wenn ich nichts ablegen muss, kann ich eigentlich gleich zum Teich spazieren. Weil dort kann man ja auch was ablegen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber naja. Na gut. Ach, wie so. Aber das mache ich. Ne, das mache ich nur schnell jetzt. Sagen, das mache ich in der nächsten Aufnahme, aber pff, den Ring kann ich ja noch gleich ablegen. Und ich brauche ihn ja nicht, ne? Also. Ja, ich brauche den Ring ja nicht. So kann ich ihn auch ablegen. Ne? So. Feuerstein, soll ich ihn mitnehmen? Brauche ich sonst? Ich kann sonst nichts brauchen, weil ich. Weder das noch das haben. Fangzähne, die brauche ich alle mit, weil die Revis bringen. Also Vitrol bringen die, genau. Reines Vitrol, das ist das Wichtige daran. Weißweinessig auch. Habe ich auch dabei, von dem her. Okay. Ich muss jetzt kurz mal gucken. Die Schwalbe, was mir das. Schwalbe. Haben wir auch noch gar nicht durchgelesen. Die Schwalbe beschleunigt die Regenerierung der Vitalität. Dieses Trank wird aus Zutaten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitrol, einem Maß Ether und zwei Maß Revis bestehen. Ein hochwertiger starker Alkohol muss aus Kunststoff dienen. Dauer ist kurz, auch Toxizität mittel. Es gibt keinen schönen Vogel als keinen schöneren Vogel als die Schwalbe. Vorbote des Frühlings, selbst dunkle Magier, die Formel für die Tränke der Hexe entwickelten, schätzten den Liebreiz dieses Vogels und gaben einen Trank, der die Regeneration der Vitalität in einem mutierenden Organismus beschleunigt, seinen Namen. Aber wir brauchen noch Ether. Sehe ich da gerade. Reines Ether haben wir hier einmal, die Gorgofeder. Sporen 4. Shit. Zum Teufel! Ether haben wir gar nicht so viel. Ich bin hier nochmal durch. Hier haben wir Todesstaubrebis. Okay. Die Gehirne hätten wir eh so viele. Ja, dann nehme ich zur Not einfach die Gehirne. Das ist, glaube ich, nicht so tragisch. Dann nehme ich zu Not einfach die Gehirne, da haben wir selbst auch 35 mit. Hier drinnen habe ich 49, also das geht auch so. So gut, dann, weil wir gerade hier sind, würde ich sagen, machen wir auch gleich eine kleine Aufnahmepause. Wir haben nicht viel gemacht, eigentlich. Wir sind mehr rumgelaufen als sonst was. Genau genommen, sind wir eigentlich nur rumgelaufen. Ja, ein bisschen gekämpft haben wir, ja. Ein paar Quests haben wir auch absolvieren können, ein paar Leute sind böse auf uns, aber ich würde sagen, wir verziehen uns jetzt einfach in den Sumpf. Mit Alvin können wir sowieso nicht mehr machen zurzeit. Triss will anscheinend keinen Ring von uns haben. Auch schön. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht Twitch immer noch Spaß, auch wenn das Kampfsystem, wie schon öfter erwähnt, oder jede Folge, glaube ich, zum Schluss auch sehr gleich ist, würde ich sagen, und sehr monoton, aber ich finde es trotzdem recht cool. Die Moves sehen trotzdem klasse aus, auch deshalb, ja, die Moves sehen klasse aus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns noch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.